Interpretation von Ergebnissen. Heute möchte ich euch mitnehmen. Ich möchte euch mitnehmen und zwar möchte ich euch Ergebnisse von uns zeigen. Das Ganze einfach jetzt mal mit einem realen Beispiel, um euch mal vorzustellen, wie wir die Ergebnisse interpretieren, beziehungsweise vielleicht noch ein, zwei Tricks zu zeigen, wie ihr das selber machen könnt oder wo ihr drauf achten solltet. Ich habe mir überlegt, ich zeige euch heute mal eine Umfrage, die wir selber nutzen. Und zwar ist es eine Umfrage, wo wir die Kündigungsgründe unserer Kunden erfragen. Wir haben die aufgesetzt mit dem Ziel, um einmal zu wissen, ob unsere Kunden oder Ex-Kunden dann in dem Sinne zufrieden waren. Also klassische NPS-Befragung haben wir reingesetzt. Wir wollten wissen, wie lange haben sie Easy Feedback genutzt. Und ganz wichtig war für uns halt auch zu wissen, ob die Ziele erreicht haben. Das heißt, sie sind bei uns Kunde geworden und sind sie am Ende nicht nur zufrieden, sondern auch ihre Ziele erreicht. Und dafür haben wir eine kleine Umfrage aufgebaut. Und da können wir jetzt einfach mal reinschauen und uns einen kleinen Überblick verschaffen. Und ich zeige euch einfach mal, wie ich da jetzt vorgehen würde, um die Ergebnisse zu interpretieren. Als erstes sehen wir hier die Statistikseite. Das kennt ihr alle. Vielleicht als Hintergrund das Ganze oder die Einladung zur E-Mail wird über unser CRM-System gesteuert. Circa 30 Minuten nach der Kündigung geht automatisch die E-Mail raus und wir haben jetzt seit etwas über einem Jahr 521 Einladungen versendet und wie ihr hier sehen könnt, haben wir 67 Teilnehmer. Das ist jetzt, ich habe es eben mal kurz ausgerechnet, 12,85% sind das. Ich würde sagen, das ist ein ganz guter Wert, gerade in Bezug darauf, dass die Kunden ja gekündigt haben und sich mehr oder weniger von uns abwenden, in der Hoffnung, dass sie wiederkommen. Über welches Endgerät, das ist erstmal irrelevant, der zeitliche Teilnahmeverlauf, den brauchen wir auch nicht. Hier unten im Absprungverlauf, da wird es nochmal interessant. Wir sehen, wir haben vorne auf der ersten Seite, glaube ich, 3, die abgesprungen sind. Genau, hier sind es 5, also relativ wenig im Gesamtverhältnis und der Rest hat eigentlich bis zum Ende mitgemacht. Was, wie ich denke, ein sehr gutes Ergebnis ist und halt auch dafür spricht, dass der Fragebogen von der Länge und Komplexität relativ einfach ist. Weil wir ja, wenn wir uns mal in die Situation reindenken, ich habe mich gerade abgewendet. So, gucken wir mal auf die Ergebnisse, da wird es jetzt spannend. Ja, als erstes haben wir die Frage gestellt zur Weiterempfehlung. Kennt ihr NPS-Befragung? Und es fällt auf, dass wir hier hinten relativ oder den höchsten Ausschlag in äußerst wahrscheinlich haben, also die höchste Zufriedenheit, ein bisschen weniger bei 9 und dann auch noch bei 8, aber in Summe haben wir alles in den hinteren 3 Antwortoptionsmöglichkeiten. Genau, dann sind wir noch darauf eingegangen, wie lange habt ihr Easy Feedback genutzt? Das haben wir als Filterfrage gesetzt, damit wir jetzt gleich die Ergebnisse halt anhand dessen auswerten können. Da ist noch der Tarif, der gefragt wurde. Ich gehe jetzt mal hier kurz auf alle Seiten, dann sehen wir mehr. In welchem Bereich wurde es genutzt? Auch sehr wichtig für uns, um zu wissen, wo wir ansetzen können, wo wir mehr Informationen transportieren können. Und wenn ich dann weiter runtergehe, einmal wurden die Ziele abgefragt und ob die Ziele erreicht worden sind. Und hier sehen wir, sehr schön, 80% haben auf jeden Fall die Ziele erreicht, die sie sich gesteckt haben mit den Befragungen. 16% teilweise und nur in Anführungsstrichen nur 2 Teilnehmer, 3,3% haben die Ziele nicht erreicht. So, für uns wäre jetzt die nächste Frage gewesen, gibt es eine Differenzierung zwischen Jahresnutzern und monatlichen Nutzern? Können wir da mehr rauslesen? Dazu werde ich jetzt mal kurz einen kleinen Filter anwenden und schaue mir mal als erstes die an, die 10 bis 12 Monate dabei waren und 1 bis 2 Jahre. Das sind auf jeden Fall die Jahresnutzer. Und ich sehe oder wir sehen jetzt hier, dass das Verhältnis ist ein bisschen nach unten gerutscht. Also der Hauptausschlag ist bei 8. Das heißt, sie sind nicht hundertprozentig zufrieden gewesen. Wenn wir jetzt mal reinschauen, was sie denn gemacht haben, sehen wir hier immer noch die Aufteilung zwischen unseren Tarifen, Starter und Business. Das ist relativ gleichbleibend. Und was hier relativ stark auffällt, ist, dass hauptsächlich Mitarbeiterbefragung 360 und Mitarbeiter bei einer jährlichen Nutzung mit dem Tool genutzt wurde. Und wenn wir noch ein bisschen weiter nach unten schauen, sehen wir hier, dass 66% die Ziele erreicht haben, 22% nicht und auch einer komplett gar nicht. Der eine, der wäre jetzt nochmal interessant, weil wir wollen ja eigentlich das negative Feedback erfahren, um uns anhand dessen zu verbessern. Ich setze hier nochmal einen schnellen Filter drauf, einen zweiten. So, dann haben wir die eine Person und wenn wir jetzt fragen, warum hast du deine Ziele nicht erreicht, können wir sagen oder können wir lesen, die Umfragen wurden nicht beantwortet. Wir haben im Moment keinen weiteren Bedarf.
Das ist natürlich schade, dass, dass der Kunde wenig Rücklauf erhalten hat und jetzt keinen weiteren Bedarf hat. Heißt aber im Umkehrschluss auch, wenn wir mal nach hinten oder andersrum denken, dass halt nicht die Software das Problem war. Da habe ich mir die Frage gestellt, ist Easy Feedback das Problem vielleicht, sind die Funktionalitäten das Problem, sondern es sind äußere Einflüsse, warum der Kunde gekündigt hat. Nicht schön, aber trotzdem relativ, also für uns noch relativ gut aus der Perspektive. So, wenn wir jetzt nochmal das Ganze für die monatlichen Kündiger uns anschauen, dann haben wir das hier abgefragt, dann nehmen wir mal 1 bis 3 Monate und 4 bis 6, das sind so die gängigen monatlichen Nutzungsdauern bei uns. Und dann sehen wir hier in der Zufriedenheit, dass wir den höchsten Ausschlag bei 10 haben. Das ist sehr gut. Ja, das freut mich. Ein bisschen bei 9, ein bisschen bei 8 auch wieder. Genau, hauptsächlich der Startertarif, das macht auch Sinn, der ist monatlich zu buchen. Und hier fällt als erstes auf, dass Mitarbeiterbefragungen weniger genutzt worden sind. Ich sehe also eher, dass die monatliche Nutzung auf Kundenbefragung und Marktforschung liegt und halt auch noch bei Sonstiges. Sonstiges, müssten wir mal reinschauen, was ist Sonstiges? Sonstige Nutzung ist Diplomausbildung, Seminararbeit, Bachelor, Master. Also wir sehen hier, wir haben ein paar Studenten dabei, ungefähr 5, 6 Studenten, die da mitgemacht haben. Ansonsten haben wir noch 1, 2 kreative Ansatzpunkte wie Anmeldung, Mitgliederversammlung, sage ich jetzt mal, sind hier noch angeführt. Auch spannendes Thema, aber ich will jetzt hier nicht abdriften. Also grundsätzlich können wir sehen, dass bei Jahrestarifen wird es mehr für Mitarbeiterbefragung genutzt und bei monatlichen mehr für Kundenbefragung. Heißt für uns, dass wir genau an den Punkten im Marketing ansetzen können, dass wir genau gegensätzlich halt Informationen spielen können, um eine längere Nutzung zu haben. Wenn wir jetzt nochmal weiterschauen, ob die ihre Ziele erreicht haben, dann sehen wir hier, dass bei den monatlichen Nutzern 82% ihre Ziele erreicht haben. Das ist auch sehr gut. 7 auf teilweise, nur einer hat es nicht erreicht. Und wenn wir da vielleicht nochmal reinschauen, sehen wir hier bei der Antwort, das Fragebogen bot nicht genug Flexibilität. Das ist ein gutes Feedback. Ja, es ist zwar negativ für uns, dass wir nicht das geboten haben oder bieten können, was der Kunde haben wollte, aber es ist für uns ein Ansatzpunkt, wo wir sagen können, okay, wenn wir in die Richtung noch mal ein bisschen intensiver gucken, vielleicht noch mal eine zweite, dritte Befragung mit anderen Kunden aufsetzen, da vielleicht irgendwo Ansatzpunkte finden, wie wir uns verbessern können, um auch diesen Kunden länger halten. Oder halten zu können oder hätten halten zu können. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt nochmal die Filterung rausnehme, das ist nämlich eine der Fragen gewesen für mich selber, wo das Problem denn liegt, warum unsere Kunden kündigen, ist es die Software oder sind es äußere Einflüsse? Und ich habe bei allen, die Ziele nicht erreicht haben, beziehungsweise nur teilweise erreicht haben, kann man sehen, zu wenig Feedback wurde gegeben, Thema war zu spezifisch, wenige Kunden haben geantwortet, geringe Stichprobe, Umfragen wurden nicht beantwortet. Es wird nach unserer Einschätzung mal schwerer, Menschen freiwillig zu einer Umfrage zu bekommen. Okay, das heißt, ich habe jetzt ein oder zwei, kann ich hier rauslesen, wo Easy Feedback vielleicht nicht das geboten hat, was sie haben wollten. Interessant. Die andere Kehrseite ist aber, dass wir halt eher sehen, dass es hauptsächlich äußere Einflüsse sind, warum unsere Kunden kündigen. Das ist grundsätzlich gut und gibt uns irgendwo noch einen Ansatzpunkt, dass wir sagen, vielleicht können wir mit mehr Informationen, die wir transportieren, die auch noch dazu bekommen, noch ein paar Tipps rauszugeben, wie denn die Teilnahmequote erhöht werden kann. In Summe würde ich sagen, ist ein recht gutes Ergebnis. Was mir ein bisschen fehlt, das habe ich jetzt oben gesehen, wir haben jetzt sehr viel im Bereich bei der MPS-Frage, die halt sehr positiv uns gegenüber gestimmt sind. Das ist auch für die These, die wir aufgestellt haben, umso höher die Bindung zum Unternehmen ist, umso eher bin ich gewillt mitzumachen an der Befragung. Aber mich würde es wirklich nochmal interessieren, was denken denn die Personen, die vielleicht nicht so zufrieden waren, also weniger zufrieden waren, wo haben die das Problem gesehen? Weil da steckt in diesem negativen Feedback steckt halt das Gold drin, was wir brauchen,
um uns auch daraus verbessern zu können. Also nicht immer nur die Lobsägung, sondern halt auch das negative Feedback. Ja, das war mal ein kurzer Einblick in eine Umfrage von uns, wie bei uns die Ergebnisse aussehen, wie ich mir das Ganze angucke, wie ich das interpretiere, das Ganze, und dann meine Rückschlüsse daraus ziehe. Ich hoffe, es hat euch geholfen für eure Befragung, für eure nächste Auswertung, und ja, bis zum nächsten Mal.